So, dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Derby im Kohlrabi-Zirkus mit einem 2:4 Endstand. Glückwunsch an die Saarewolves aus Halle zum Sieg und an dich, Dave Rich, auch die ersten Worte nach dem Spiel. Danke. Guten Abend alle zusammen. Wir haben gewusst, das wird sehr schwer. Erste Drill überstanden, wir haben zwei Untersaal-Situations überstanden. Trotzdem haben wir nicht so viele Chancen gehabt, aber dann in 2-0 Führung gegangen. Das kannst du nicht in Ruhe einfach. Das wird irgendwann mit so viel Strafen, das beißt die, sagt man, die Arsch irgendwann. Und ich sage, Leipzigs Überzahl ist sehr stark. Die haben mit zwei oder drei Knipsers drin, wo du gibst die genug Chancen, irgendwann schießt die ein Tor und dann ein bisschen Leben gegeben. In der letzten Drittel habt ihr den Ausgleich verdient. Und dann war ein bisschen hier und hier, ein paar Strafen auf beiden Seiten. Der Rhythmus war nicht so 5 gegen 5, es war ein bisschen Unterzahl für uns, Unterzahl für Leipzig, Überzahl für Leipzig, Überzahl für uns. Trotzdem, wir haben einen Weg gefunden. Meine dritte Reihe heute war überragend. Ich sag, die Strippe, ein bisschen Glück gewechselt in den letzten 5 Minuten. Und er schießt die 3-2-Siegertor. War sehr wichtig. Und dann der Larry-Tor am Ende ist Kosmetik, einfach so. Aber die Jungs haben das verdient. Die haben echt eine sehr gute Woche wieder. Zwei Wochenende hintereinander jetzt auch. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Immer nur 2 verletzt bei uns, leider. Aber trotzdem, das ist wichtig, dass wir irgendwann gesund sind. Und das schaut so aus. Nächste Wochenende endlich haben wir alle an Bord. Und wir sehen euch zweimal wieder. Schöne Woche, wünsche euch. Ist das Derby für beide Seiten immer was ganz Besonderes? Ihr wart jetzt zum ersten Mal hier in unserer neuen Halle im Kohlrabi-Zirkus. Wie habt ihr das so erlebt vor ausverkaufter Hütte? Die Stimmung, die wir jetzt mitgenommen haben, wie war das für euch? Kalt hier. Kalt für die Trainers. Stadionlente ist interessant. Das schaut sehr, mein Glaube, das ist ausbaufähig. Das wird viel mehr Zuschauer, glaube ich, reinpassen. Hier ist der nächste Raum, ich bin 4, 5 andere Rounds, das sind Rounds überall. Aber es ist eine super Atmosphäre, sehr schön für die Gäste, unsere Tribüne wird schön, wenn es ein bisschen höher ist, für unsere Fans. Aber das wird irgendwann schon ausbauen, bestimmt. Für eure Gäste machen wir natürlich alles. Sven? Auch wenn die Enttäuschung natürlich groß ist, deine Worte nach dem Spiel. Guten Abend erstmal zusammen. Glückwunsch zum Sieg. Ist natürlich enttäuschend. Jeder weiß, die Mannschaft auch. Wir wollten natürlich auch für die Fans das Derby gewinnen. Ist uns nicht gelungen. Und ich glaube, bezeichnend ist, dass wir im zweiten Drittel in Unterzahl die größten Chancen des Spiels hatten. So, das heißt, wir haben bei 5 gegen 5 im ersten Drittel viel zu hektisch und nervös begonnen. Man hat es gesehen, so die Pässe sind nicht gekommen und da war keine Unterstützung da, dann sind wir uns gegenseitig über den Haufen gerannt. Und das waren wir einfach ein bisschen übernervös, würde ich sagen. Was dann trotzdem gestimmt hat, war wie immer der Einsatz, die Laufbereitschaft, die Kampfbereitschaft, ganz, ganz starkes Unterzahl, auch bei 3 gegen 5, dass wir das da gekillt haben. Was die Jungs da machen, ist wirklich wichtig. Mit diesem Unterzahl und den Chancen, die wir da kreiert haben, selber in der Offensive, ist dann so ein bisschen in Ruck gekommen. Und wir haben dann besser gespielt, waren dann, meiner Meinung nach auch überlegen, haben aber halt außer den beiden Powerplay-Toren nicht wirklich was zustande gebracht. Und das ist dann halt deutlich zu wenig. Wenn du nach dem 2-2 vielleicht das 3-2 noch schießt, aber das ist uns wie gesagt nicht gelungen, weil wir, fehlt ein bisschen, nicht die Routine, aber die Abgeklärtheit. Und da müssen wir dran arbeiten einfach. Das war so ein bisschen wie das Spiel gegen Hannover Indians, so die Saisoneröffnung, wo auch die Hütte voll war und riesen Gaudi drumherum und gefühlt ist dann so, die Jungs alle so begeistert und schauen und machen und tun und sind ein bisschen zu aufgeregt, zu hektisch. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir mental stärker werden. Wie gesagt, Einsatz und so weiter, das stimmt alles. Lasse ich auch nichts drauf kommen. Und
jetzt fahren wir nach Tilburg und dann daheim gegen die Scorpions. Das wird goldig. Schauen wir, dass wir da die Punkte wiederholen. Nächstes Wochenende wird nochmal eine Schippe drauf. Die aktuelle Tabellenspitze sind mit Tilburg und Hannover Scorpions, wird es dann natürlich auch. Was ist jetzt, ich meine, die Jungs werden auch wahrscheinlich enttäuscht sein. Was ist jetzt die Woche im Training so angesagt? Geht es da jetzt rein um Taktik oder geht es da auch einfach so ein bisschen um die Psyche? Ja, genau darum. Also im Endeffekt, es muss Routine reinkommen in die ganzen Abläufe. Es muss Routine rein. Wir haben jetzt 2, 3 kleine Umstellungen wieder gehabt. Die Jungs müssen einfach weiter arbeiten, die müssen positiv bleiben und dann muss Routine reinkommen. Du machst viele Spielübungen, dass die immer wieder wissen, okay, da ist mein Mann, da ist er. Und da so ein bisschen Selbstsicherheit wiederholen und ja, mein Gott, in Tilburg hast du gar nichts zu verlieren. Da kannst du nur gut, aussehen. Und mit den Scorpions haben wir hier einen unserer Lieblingsgegner. Wir mögen uns und haben schon in Hannover ja, eigentlich ganz gut ausgesehen und die Tabelle ist mir mit Verlaub, ist die Kamera an, scheißegal. Die Jungs, die zeigen jede Woche Einsatz, die zeigen jede Woche wirklich Leidenschaft. Die sind auch geknickt in der Kabine, ganz sicher, weil die wollten das den Fans natürlich auch und den vielen Sponsoren, die da sind. Wirklich schön heute die Atmosphäre auch. Die wollten das positiv gestalten und wie gesagt, werden wir in der Zukunft wieder machen. Dann wir nehmen das mit auf den Weg, sagt den Jungs, Kopf hoch. Euch eine gute Heimreise, ihr habt es ja nicht weit. Viel Glück für die nächsten Begegnungen. Wir sehen uns hier am nächsten Sonntag wieder gegen die Hannover Scorpions und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Danke.